YouTube! Es wird mal wieder Zeit für feinsten asiatischen Indie-Horror. Ein wahrer Leckerbissen. Yesatsu, spricht man das so aus? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, wie man es richtig ausspricht, denn ihr wisst alles besser als ich. Wir starten direkt los mit einem neuen Chillers Arts. Die sind ja eigentlich immer ganz cool. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann bewerten und vielleicht einen kleinen Hashtag, wie zum Beispiel Hashtag Lern Japanisch. Das ist ein guter Hashtag. Vielleicht mache ich das dann auch. Auf geht's. Wow, sogar eine Warnung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habt ihr mich. Gib mir den absoluten Terror. Hey, haben Sie schon ein neues Projekt in Angriff genommen? Was gibt es da zu überlegen? Sie haben mich schon verstanden. Wir sind nur ein kleines Firmenunternehmen. Neue Ideen zu haben ist für uns überlebenswichtig. Das verstehen Sie doch, oder? Ich bin mir nicht sicher, Sie sind doch jung. Benutzen Sie Ihre Beine. Bleiben Sie auf dem Laufenden, was populär und angesagt ist. Nein. Ich habe gehört, heutzutage soll es beliebt sein, bei Mutproben verlassene Gebäude zu erkunden. Es gibt da ein Haus in der Präfektur, da soll wohl seltsame Sachen vor sich gehen. Einen Moment. Soll ich etwa alleine dorthin gehen? Ohne Team? Ich meine, ich soll Kamera und Mikrofon und moderieren und... Wer denn sonst, Sie Idiot? Denken Sie daran, Ihre Kamera mitzunehmen. Ich habe ein Handy, Chef. Und kommen Sie erst wieder, wenn Sie was Interessantes gefilmt haben. Tja, dann machen wir wohl ein auf Lost Places und vielleicht finden wir sogar Bigfoot. Wäre cool. Okay, das sieht ziemlich verlassen aus. Oh mein Gott, eine Ansammlung von unterschiedlich langen Brettern. Das ist echt gruselig. Wow. Okay, Vögel. Nur Vögel, alles gut. Und zählt das schon als Brüste? Ich weiß es nicht. Besser mal nicht so dick draufhalten. Ein dicker Waschbär mit Bubis. Das ist kein Waschbär-Kies. Okay, dann ist es eben kein Waschbär. Hallo? Ist das hier wirklich Lost? Boah, was war das denn? Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Warum mache ich das? Ich werde nicht mal gut bezahlt. Ich bekomme nicht mal ein gutes Gehalt. Ich bekomme nur so ein lächerliches, jämmerliches Praktikantengehalt. Funktioniert das Ding noch? Nö, ist tot. Okay, der Ort sieht... Der sieht wirklich verlassen aus. Aber ich höre Geräusche. Ist das nur der Wind? Oder steckt dahinter doch ein wenig mehr? Was soll denn das sein? Eine Dusche? Das ist wirklich eine Dusche. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Da sind ein paar alte Schlappen. Okay, ich kann erst hier weg, wenn ich irgendwas Geiles auf Band habe, hat der Chef gemeint. Dann darf ich gehen. Tja, bis jetzt habe ich nichts Besonderes, außer die Nummer mit den Brettern. Ja,
Erstmal schöne Tür in die Fresse gehauen. Okay, das ist auf jeden Fall ein Klo. Das ist ein modernes japanisches Klo. Ja, so kacken die Japaner. Nur die Reichen haben diese Hightech-Toiletten, die Musik machen und spritzen und vibrieren. Tja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder am Anfang beim Nudistenbären. Okay, gehen wir nochmal rein in die Bude. Oh, hier ist ein Briefkasten. Nichts. Was soll das sein? Der koreanische Jesus? Irgendwie ekelhaft das Bild, oder? Hallo? Warum läuft hier Wasser? Den Kühlschrank können wir leider nicht öffnen. Eine Fernbedienung. Aber die Küche sieht doch viel zu gut aus, oder? Der Kühlschrank sieht ja fast schon neuwertig aus. Alter, der Spiegel geht aber richtig steil. Auch das hier, die ganzen Produkte. Ich meine, das sieht übelst abgeranzt aus. In was bin ich denn da getreten? Aber hier Waschmittel, Handseife und so sieht quasi neu aus. Ich wette, hier wohnt jemand. Irgendjemand lebt hier. Was ist das für ein komischer schwarz-roter Schleim überall? Okay, hier pennt doch auch bestimmt irgendjemand. Alter. Kann man das aufmachen? Kann man hier nach draußen? Hallo? Ich mache hier ein Video. Ja, jetzt bin ich wieder hier an dem Punkt. Ich bin offen für Darsteller. Falls Sie Interesse hätten, in dem Video vorzukommen, ne? Wir könnten drüber reden. Vielleicht der erste Schritt in eine richtige Karriere. Naja, viele haben klein angefangen, oder? Irgendwo muss man ja anfangen. Irgendwo muss man ja anfangen. Paletten? Müll. Sexy Bear. Here we go again. Okay, ist die Puppe neu? Ich kann hier irgendwie nicht rein. Doch, jetzt geht's. In dem Bereich war ich noch nicht. Tja, der Chef hat wohl mir keinen guten Ort zugeschrieben. Ich meine, klar, der Place ist lost, aber hier geht's nach oben. Ihr hört doch auch diese ganz leisen Hintergrundgeräusche, oder? Ihr hört die. Irgendwas ist hier. Cool. Da ist ein Schloss dran. Das bedeutet, ich brauche irgendwas, um das Schloss aufzubrechen. Sieht stabil aus.
muss man fairerweise sagen. Sieht wirklich stabil aus, das Ding. Also brauche ich irgend sowas wie einen Hammer, Werkzeug. Wo könnte denn sowas sein? Wo könnte sowas... Was ist das hier? Ich glaube, das ist so ein Teppichaufklopfer, um den Teppich zu entstauben. Ne, hier geht's wieder nur nach draußen. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Irgendwas ist oben. Irgendwas lebt oben. Bis jetzt kein Hammer oder ähnliches in Sicht. Nur noch mehr unheimliche Schaufensterpuppen. Ein Radio? Vielleicht war irgendwas in der Küche. Kann ich nochmal genau in der Küche umsehen. Na, und hier sind wir wieder bei diesem Klo. Dings. Das ist das Klavierzimmer. Das ist das Zimmer direkt unter der Treppe. Mann, die haben mir echt viele Teppiche aufgeklopft. Und da ist wieder Crazy Jesus. Ich bekomme auch dauernd irgendwelche ganz merkwürdigen Erfolge zugedealt. Weird. Absolut weird. Mikrowelle tot, Kühlschrank tot. Aber hier kann ich nichts, gar nichts machen. Also wenn ich keinen Schlüssel finde oder irgendein Werkzeug, um das aufzubrechen... Okay, die hier ist auch blockiert. Ha, da bin ich. Guck mal, wie pixelig ich bin. Sieh nur, Mutti, ich bin im Fernsehen. Oh, oh, oh. Ein Zeitungsartikel. Kann irgendjemand lesen, was da steht? Hashtag Japanisch lernen. Wichtig. Sehr wichtig. Und eine alte VHS. Der Familienschrein. Die mögen hier Bären. Mit und ohne Brüste. Okay, hier läuft das Wasser, hier läuft Strom. Die beten. Die Gesichter sind geschwärzt. Oh, ich kann mich hier drin sogar bewegen. Das Kreuz. Aber ich kann mir hier niemanden ansehen. Ich will eigentlich auch niemanden stören. Mann, kann man den bitte abhängen? Ich hab's verstanden, das sind Christen. Ich bin ziemlich klein. Bin ich ein Kind? Oder? Ich fühle mich auf jeden Fall ziemlich klein. Was ist hier los? Was soll ich hier machen? Das
Spiel lotst mich auf jeden Fall hierhin. Klingt wie ein Vogel. What? Er hat gezwitschert, war aber komplett zermanscht. Jetzt begräbt er hier seinen Vogel. Ja, aber das ist doch kein natürlicher Tod gewesen. Wer hat von dem Jungen den Vogel geschlachtet? Hallo? Okay, wer ist hier? Ich finde das nicht witzig. Hallo? Sei gegrüßt. Ich komme um vor Hunger. Hast du etwas zu essen? Dieser Duft. Der Geruch des Todes. Oh, bring es her. Junge, du willst ihm doch jetzt nicht wirklich deinen Vogel geben. Okay, das ist ein ziemlich abgedrehtes Spiel. Erst der Vogel und dann die toten Familienmitglieder, ha? Huh? Wo habe ich den Vogel denn begraben? Ach, hier drüben. Der arme Tweety. Wird jetzt zu Ghoul-Futter verarbeitet. Ich frage mich nur, was haust in dem Loch da unten? Das ist doch der Ort aus dem Video. Da scheint was zu sein. Du willst das wirklich untersuchen? Naja, du brauchst eine gute Story, ne? Hat der Chef gesagt. Wenn die Story nicht stimmt, tja, dann bist du offiziell gefeuert. Und was ist wohl wichtiger? Okay, wer hat den verrückt? Ich finde den echt unheimlich. Und seine Nippel finde ich irgendwie offensive. Ich finde das nicht witzig. Kein bisschen. Vielleicht sollten wir auch noch dahin gehen, wo der Vogel verbuddelt wurde. Noch eine VHS. Oh mein Gott, was war das? Okay, ihr habt's auch gesehen. Irgendwas war unter dem Haus. Irgendwas war unter dem Haus. Ich kündige. Hallo? Toilettenmann? Ganz ehrlich, ich wäre sowas von weg. Ich habe zu viele Spiele durchgespielt. Ich würde einfach gehen. Ich würde sagen, ja, schön. Macht euren Dreck allein. Ich bin raus. Guck mal, jetzt sieht man da auch die VHS liegen. Jetzt bin ich wieder der Junge im Klo. Hol mir den Kopf des Krapfens.
Der Kopf vom Fisch? War hier nicht irgendwo ein Teich? Okay, wo ist der Kopf vom Fisch? Das nenne ich meine primitive Angel. Ist das nicht ein Koi? Habe ich ihn? Nee, habe ich nicht. Ich muss ihn da wirklich rausangeln. Jetzt. Jetzt, ich hab ihn, oder? Was? Was ist das? Okay, was ist das hier? Ist das hier so ein Kapper? Ernähren die sich von Leichen? Von Tod? Ich hab keine Ahnung. Ich begehre nicht den Leib des Fisches. Trenne den Kopf ab und bring ihn just zu mir. Vermagst du es nicht, dies selbst zu tun? Dann finde jemanden, der es kann. Klar kann ich es selbst. Jo, Jesus. Jemanden finden, der es kann, wenn ich es nicht selbst kann. Die waren wohl sehr christlich. Boah, die sieht aber auch schon aus wie so ein Dämon. Was ist los? Was hast du da? Willst du etwa, dass ich ihnen den Kopf abschneide? Komm damit nicht näher. Geh und schmeiß ihn weg. Ob das meine Mutter ist oder meine Oma? Hat eine alte Säge gefunden. Ah, es war doch gar nicht so schlimm, oder? Wie lange er daran rumsägen muss. Lass den ja nicht da drin liegen. What? Okay, der Junge ist geübt. Alter, das muss ja richtig stinken, ne? Oh mein Gott, am Ende sägt er seiner Familie den Kopf ab oder sowas Krankes. Igitt, Alter. Der füttert das Vieh irgendwie stark. Ha. Ob wir es jemals sehen werden? Ist eben gerade was vorbeigehuscht?
diese Geräusche hier, ne? Diese ganz leisen, merkwürdigen Geräusche. Auch diese Blutspuren. Irgendwas schmatzt doch hier. Oh mein Gott. Da ist Schlappen. Da ist ein Schlappen, da ist ein Fuß. Igitt. Ich kann es aber nicht sehen. Was zum... Hallo? Wow. Ich bin komplett blind. Alter, was für ein gestörter Dreck. Was ist das hier? Hat er sich gehäutet? Oh Mann. Und er hat noch irgendwelche Puppen umgestellt. Dafür hat er noch Zeit gehabt, ha? Huh? War denn jetzt hier der Raum? Moment, wo war die Küche? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich kann nicht raus. Der traurige Jesus. Verdammt, sad Jesus. Gut, die Horrorshow geht weiter. Die musst du alle sammeln. Die Kassetten musst du alle sammeln. Oh nein. Oh bitte nicht. Will er seiner Mutter den Kopf abtrennen? Oh mein Gott, ist sie tot? Was ist das hier drüben? Ein Tor. Oh, oh! Oh mein Gott! ETF, Alter, was geht hier ab? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch am Leben war. Die Krähe hat einfach ihre Fresse zerpickt. Guck mal hier. Ah ne, ich dachte eben, der hätte auch diese Schlappen an. Diese Puppe. Schmücke sie mit einer Locke von Großmutters Haar. Und bringe sie zu mir. Selbst die Puppe ist verdammt gruselig. Okay, was ist das für ein Dämon? Also ja, ist nicht meine Mami. Sondern meine Gran-Gran.
Aber Gran ist tot. Alter, was? Ja, hier werden alle sterben. I, hat sich das ekelhaft angehört. Der Junge weiß, wie man Puppen stylt. Wie hier noch alles anders aussieht, ne? Außer Jesus. Jesus bleibt gleich. Okay. Super gruselige Puppe. Mit Großmutters Haaren und ein bisschen Kopfhaut. Klebt da auch noch dran. Wer hat die da hingestellt? Ih, sind das Haare da unten? Ich finde, Haare haben sowas unglaublich Ekelhaftes. Warum ist hier überall jetzt Blut? Oh mein Gott, das waren wirklich Haare da unten. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wer zieht sich so eine Shitshow hier rein? Ganz ehrlich, ich wäre sowas von weg. Vielleicht ist jetzt der Moment, um einfach nach Hause zu gehen. Ich meine, das ist schon echt verdammt gutes Zeug, was du hier gefilmt hast. Bitte mach doch irgendwas, Jesus. Guck nicht immer nur traurig. Warum gibt es hier noch mehr Puppen? Was auch immer hier ist, es will mich nicht gehen lassen. Frag mich halt, was ist oben, ne? Okay, wir haben noch einen Hinterausgang. Och, komm schon. Der Bubi-Bär. Der ist der wahre Terror in dem Spiel. Tja, made in China. Billigste Qualität, diese Puppen. Da ist auf jeden Fall irgendwas oben auf dem Dachboden. Okay, wie viele Puppen muss ich hier köpfen? Scheiße. Oh, hier ist auch noch eine drin. Das war laut. War das das Zimmer vom Jungen?
war noch nicht in der Küche. Ich will auch gar nicht in die Küche, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier drüben ist die letzte, oder was? Überall Schleimblut. Ich habe ja so die leise Hoffnung, dass die irgendwann Schlüssel verlieren. Aber was hat das für einen Sinn, mich jetzt hier zu quälen? Ich hab's gewusst, irgendwann verlieren die den Schlüssel. Geh da nicht hoch, Alter. Ey, der Mann hat Eier aus Stahl. Der hat Eier aus Stahl. Jetzt no shit, wer würde da hochgehen? Ich meine, das Schloss ist ja nicht umsonst da, ne? Ist das alles Menschenhaar? Das Ding hier ist nur ein Stein. Oh Gott, warum leuchten auch die Augen von diesen Puppen im Dunkeln wie Katzenaugen? Was ist da los? Ich komme nicht raus. Oh! Ey, die Puppen machen mich wahnsinnig. Es ist nur eine japanische Papiertür, als ob du die nicht irgendwie eintreten kannst. Alright. Was haben die eigentlich immer mit ihren Haaren? The Crutch. Oder erinnert das so ein bisschen an The Crutch hier mit diesen Haaren? Warum ist das nur so ein blutiger Stein? Die männliche Puppe. Okay. Ich wette, den meisten wird dieses Chiller's Art Game nicht so gefallen. Ich finde, es ist mit eines der besten bis jetzt. What? War der da unten im Klo? Der Junge? Moment, der war unterm Haus. Okay, Alter. Aber das hat er ja nicht selbst gemacht. Unterm Haus war die ganze Zeit... Go.
Großvater hat sein Leben ausgehaucht. Es scheint, als hätte er während eines Bades sein Ende gefunden. Gerade noch rechtzeitig. Ziehe seine Fingernägel heraus und bring sie mir. Echt jetzt? Ich... Okay, er will wirklich die Fingernägel. Bring mir Großvaters Fingernägel. Ist aber schon ein merkwürdiger Zufall. Nicht wahr, Jesus? Ein sehr merkwürdiger Zufall. Mir gefällt halt diese extrem deprimierende Atmosphäre des Spiels. Und dieses Klo hier drüben. Das meine ich, guck mal, spärlich eingerichtet. Wenig Technologie, ne? Man sieht wenig, ein alter Fernseher. Sieht alles aus wie vor 100 Jahren. Aber dann ein Klo mit einer Hightech-Konsole. Es ist einfach, das ist Japan, ne? Das ist Japan. Guck mal, hier oben ist noch so eine Düse, die du wahrscheinlich rausnehmen kannst. Du nimmst dann so raus und kannst dann auch so ein bisschen an dir rumspritzen. Hauptsache, das Klo kostet 20.000 Euro. Papierwände, aber ein Klo, mit dem man zum Mars fliegen kann. Das ist Japan. Ich will Großvater ehrlich gesagt nicht... Fingernägel ziehen. Ich finde das ziemlich abartig. Ich weiß gar nicht, wo die Badewanne ist. Der Bubi-Bär steht aber immer noch draußen, ne? Also den hatten sie schon von Anfang an. Das hässliche, unheimliche Ding. Und die Küche ist ganz schön verranzt. Ah, ja klar. Oh Gott, nein. Bitte, bitte. Oh, bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Also, das ist sowas... Kann ich mir nie angucken. Ah, Fingernägel und Zähne. Finde ich abstoßend. Richtig abstoßend. Boah. Vielleicht, weil ich mal als Kind in so einem Klappstuhl mir wirklich alle Finger eingeklemmt habe. Das war so eine Klappliege. Und die haben ja hinten so einen, ich nenne es jetzt mal Bügel, den du einrastest, damit die Liegeposition entsteht. Und ich chill da so und halte halt meine Hände so an den seitlichen Rahmen, Holzrahmen dieser Klappliege. Es war aus Holz, das Ding. Und auf einmal, das war richtig eingerastet, auf einmal bricht das Ding durch. Nein, ich war kein fettes Kind. Und ich klemme mir ohne Scheiß alle Finger auf Fingernägelhöhe zwischen diesen zwei Holzklappen ein. Das hat unendlich wehgetan. Wir mussten sofort ins Krankenhaus. Der Arzt meinte, ich würde die Fingernägel verlieren. Ja, die gehen ab und wachsen dann wieder nach. Ich habe fast gekotzt bei dem Gedanken, alle meine Fingernägel zu verlieren. Ich habe sie nicht verloren. Aber die waren lila, die Fingerkuppen. Alle, wirklich alle bis auf die Daumen. Das war heftig. Der Sommer war gelaufen. Ich konnte nichts anfassen, gar nichts. Ich hatte, weiß nicht wie lange, Verband drum und alles. Wunder, dass ich die Fingernägel nicht verloren habe. Der hat gesagt, die kannst du vergessen, Junge. Die sind weg. Und ich war da. Oh! Bäh, Alter. Bäh. Und ich war da vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Sowas irgendwie in die Richtung. Ich war gerade im Garten und wollte mich ein bisschen hinlegen, ausruhen. Und dann schreie ich nur und meine Mama kommt und sagt, was hast du gemacht? Und ich so, ja,
Eine Biene, dachte die erste oder sowas, hätte mich gestochen. Aber dann hat sie gesehen, dass die Finger eingeklemmt sind. What the f... What? Was ist das? Warum kann ich es nicht filmen? Nee, ich kann es echt nicht... Es will nicht gesehen werden. Ja, und ich kam ja auch nicht selber hoch, weil meine Finger ja mit meinem Gewicht eingeklemmt waren. Das war ja das Perverse daran. Ja, stellt euch mal vor, meine Mutter wäre nicht da gewesen. Alter, ich... Bah, ist das ekelhaft mit den Fingernägeln. Nee. Die Badewanne. Puppen sind alle weg. Warum will jemand, dass ich diese schreckliche Geschichte hier erfahre? Du willst doch da nicht reinlangen, oder? Du willst doch da nicht reinlangen und den Stöpsel ziehen. Bist du irre? Der hat da reingelangt und einen Stöpsel gezogen. Die kranke Sau. Was war das für ein Frauenkopf, den wir gesehen haben? War das Großmutter? Hatte die am Ende auch enthauptet? Ja, du hast eine VHS in der Hand. Ich sehe es, Kumpel. WTF. Wow. War das Großvaters Geist? Irgendjemand hat hier den Fernseher geklaut. Verdammt, wo ist die Glotze hin? Yo, Jesus, hast du was gesehen? Bubi-Bär? Nichts? Das ist eigentlich auch ein geiler Hashtag. Hashtag Bubi-Bär. Eigentlich auch Hashtag Japano-Jesus. Ah, das sind gute Hashtags. Da war doch schon wieder irgendwas. Irgendwas flackert immer da hinten. Ist das... Ist da jemand? Verdammt, wo ist der Fernseher? Äpfel? Die relativ genießbar aussehen. Nee, Alter. Nee, nee. Scheiße, nein, da gehe ich nicht rein. Aber schön das Klo geklaut, ne? Hier steht ja eigentlich die Luxustoilette. Aber wo ist denn hier der Anschluss? Huh. Bei so einem asiatischen Jesus muss ich immer an den koreanischen Jesus denken aus 21 Jump Street. Der koreanische Jesus. Ach, das war so ein geiler Film. Beide fand ich super. Er hat ein Stromkabel hier unten. Jetzt sagt nicht, der Junge haust hier irgendwie. Ich glaube nicht, dass das Vieh da unten lebt, das sich von Tierköpfen und Nägeln ernährt.
mal, hier führt es auch irgendwie wieder in den Garten. Gräber. Wow, ich dachte erst so, ja, Großmutter, Großvater, vielleicht auch noch die beiden Elternteile, die wahrscheinlich gestorben sind, wo die beerdigt haben, aber es ist ein Massengrab. What? Wann wird das hier alles geschwärzt? Wegen der Berichterstattung oder wie? Man hält christliche Symbole raus. Gut. Der perfekte Ort, um eine alte blutige VHS zu gucken. Dreh alle Kreuze im Domizil um. Boah, warte, ich will aber hier mal reingucken, ob jetzt hier auch Gräber sind. Bei Christentum in Japan muss ich immer hier an Silence denken. Krasser Film. Okay, hier sind noch Särge. Hat der dann... Ist das dann Oma und Opa hier? Oder was ist das? Ist das die Familiengruft von japanischen Christen? Ich meine, es kann ja nicht weit in der Vergangenheit spielen, was wir hier gerade durchleben. Weil der Journalist in der Gegenwart ja VHS-Kassetten findet. Und ja, 80er halt, ne? Davor gab es Betamax. Und hier kann ich mich auch noch erinnern, was für ein Highlight war, einen VHS-Player zu haben. Und dann Fernsehsendungen aufzeichnen zu können. Habe ich mir als Kind immer Zeichentrick aufgezeichnet und war dann ganz stolz, dass ich so Simpsons Halloween-Folgen auf VHS hatte und die immer wieder gucken konnte. Was ist das für ein Knistern? Das meine ich. Guck mal, die haben die ganze Toilette entwendet. Sogar die Fliesen haben die geraubt. Nur die Schlappen haben sie da gelassen. Das waren Profis. Okay, wo sind überall Kreuz? Hier ist der gute alte Jizzes. Waren die Kreuze denn noch da und waren sie umgedreht? Hat sich denn irgendwie die Seele des Jungs geschnappt, ne? Irgendwas mit Haaren. Boah, ich finde die Stimmung in dem Spiel echt abartig. Ja, die Leiche hatte irgendwie... Alter, was? Gleich hat er irgendwie aus der Badewanne gezogen. War hier vielleicht ein Kreuz? Ja. Direkt am Eingang muss, damit man direkt sieht. Aha. Ein Domizil Gottes. Oh Gott, ey. Boah. Wow. Wow. Das war eben gerade für mich irgendwie sehr unangenehm, auf einmal 20 Marias in der Fresse hängen zu haben.
So ein bisschen Sinister-mäßig. Siehst, wie die Kinder ihre Eltern ermorden. Wer hat diese ganzen Puppen aber angefertigt? Alter. Alter. Scheiße. Wie sie sich auch noch bewegen, das ist... Das ist echt spooky. Noch mehr Haare. Was er mit dem Jungen wohl gemacht hat? Seinen Körper übernommen? Vögel. Spatzen. Hey, wo ist hier noch ein Kreuz? Das haben wir gemacht. Runter können wir nicht. In der Toilette war kein Kreuz, oder? Hier ist irgendwo noch eins. So creepy, wie die Türen von alleine wieder langsam zugehen. Das ist das Vogelzimmer. Hier? Nope. Doch. Oh mein Gott, so viele Fische waren da aber niemals in dem kleinen Teich. Aha. Können wir jetzt endlich nach Hause gehen? Ich habe so hardcore keinen Bock mehr auf den Kram hier. Bitte, bitte. Nach Hause. Schnell und dringend. Los, komme ich jetzt hier nicht raus? Hallo? Es geht nicht hoch, es geht nicht runter. Oh, er will hier hin. Das ist ein Weg nach draußen, stimmt. WTF? Ich meine, die VHSs können ja hier auch schon ein paar Jährchen alt sein. Alter, renn! Komm ich hier raus? Oh, leck mich. Bin ich gegangen? Bin ich weg? Das war auf jeden Fall irgendein bärtiger Junge. Weh. Gas geben. Ja, bitte, aber sowas von.
Wer da vor dir steht, überfahr ihn. Baller ihn weg. Das ist die Story des Jahres. Fahr jetzt nicht gegen Baum. Oder so ein Schwachsinn. Anhalten, bist du irre? Was zum... Okay, es gibt nur diesen einen Weg von diesem verdammten Domizil weg, oder was? Oh, verflucht. Wie, als ob. Habt ihr gesehen, wie viel wir gefahren sind? Und hier gibt's sonst niemanden, keine Nachbarschaft, gar nichts. Leck mich am Arsch. Oh nein. Oh na, was macht der mit mir? Bin ich tot? Ist es nur noch die Kamera, die filmt? Ich bin tot. Hol es für mich herbei. Alter, Alter. Ha. Man sieht sein Gesicht nicht, ne? Aber schön, dass der Junge alles filmt. Für die Nachwelt. Bestimmt Bubi-Bär. Das teuflische Wesen. Ja, aber es gab keinen anderen Weg. Wann hat er das denn alles geschafft, auch den Tunnel direkt zu blockieren? Wie lange ging denn so eine VHS? Waren ja eigentlich immer nur irgendwelche Clips. Und derzeit hat er das alles hier vorbereitet. Ja, hier bitte. Was war das da unten? Ja, nee, lieber wegmachen, denn ab und zu ist da echt Lizenzmucke drin bei Chillers. Kommt da noch irgendwas? Ah, kommt sogar wirklich noch irgendwas. Ganz schön gruseliges Filmmaterial. Naja, so gut ist es nicht. Wissen Sie, von wem es ist? Keine Ahnung. Es wurde uns zugesendet.
Saikin Shigoto Yasunderu. Aitsu janai desu ka? Vielleicht ist es von dem Kerl, der in letzter Zeit nicht mehr zur Arbeit gekommen ist. Könnte sein. Ich kann mich daran erinnern, ihn losgeschickt zu haben. Aber warum schickt er es ins Büro? Er sollte es doch direkt zu mir bringen. Aber das am Ende. Nachdem er im Haus gefilmt hat, ist er nicht mehr ins Büro zurückgekehrt. Oh, nein. Hey, wovon reden Sie denn da? Das Material ist bestimmt bearbeitet. Nur ein Fake. Sowas macht man nicht. Sie haben recht, mein Fehler. Ich hoffe, er taucht bald wieder auf zur Arbeit. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muss zur Toilette. Bitte beeilen Sie sich, damit wir das nächste Projekt planen können. Der Untergeordnete. Tja, der Chef ist aber auch ein ganz schöner Wichser, ne? Hallo? Wie jetzt? Als ob. Als ob. Jetzt holt er sich noch den Chef. Alright. Ja, das war das Spiel. Und ich muss sagen, also ich fand es richtig gut eigentlich. Besser als das letzte Chiller's Art. Das hier fand ich deutlich stärker. Das letzte fand ich nur so, ja, kann man mal gucken, ne? Aber das hier war richtig stark. Eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und jetzt habt ihr auch ganz viele Hashtags. Nämlich BubiBear. Hashtag japanischer Jesus. Hashtag Reinhold Messner. Denn er sah ein bisschen aus wie der japanische Reinhold Messner. Gut, das war's. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.